Chase and Double Quicktime, 48 Counts, 4 Bände, ein Restart. Wir fangen mit den Schritten einmal an. Der rechte Fuß beginnt und wir haben ein Long Step, 4, Rush, Long Step, 4, Rush, Long und Shuffle, Turn. Genau das gleiche haben wir jetzt nochmal mit der anderen Seite. Wir fangen also diesmal mit links an und haben ein Long Step, 4, Rush, Long Step, 4, Rush, Rock und diesmal ein Chasse mit Vierteltürn. Der rechte Fuß ist jetzt frei und wir haben ein Cross, Side, Behind und Heel. Cross, Side, Behind und Heel. Jetzt haben wir Close, Cross, Vierteltürn. Darauf folgt dann nochmal ein Chasse Turn und ein halber Pivot. Jetzt haben wir ein Shuffle mit links vor. Der rechte ist jetzt frei und wir haben Rock und Heel, Heel. Mit links haben wir jetzt einen Rock, Viertelturn, Heel, Heel. Mit rechts Side, Viertelturn, Behind, Side, Cross. Und zum Abschluss dann ein Point. Viertelturn, Point, Heel, Cross. Das Ganze einmal mit Counts. Wir starten also 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben einen Restart. Der ist einmal in der dritten Runde nach 16 Counts. Und hier wird einmal die 7 und 8 durch einen Coaster Step ersetzt. Wir haben also kein Chasse zur Seite mit Filter, sondern Rock mit links vor und Coaster Step. Der rechte Fuß ist jetzt einmal wieder frei, sodass wir jetzt in der dritten Runde einmal wieder mit einem Lockstep vor die vierte Runde beginnen können.